Und wo wir doch gerade bei Medienkompetenz sind. Ich habe schon erwähnt, dass Aufklärung in sehr vielen Fällen hilft. Das gilt auch für die derzeit so breit diskutierten Fake News. Ich sehe täglich auf Facebook Beiträge, bei denen ich denke, echt jetzt? Aber statt einfach den Inhalt zu teilen und zu glauben, recherchiere ich. Letztens stieß ich auf eine Webseite, welche dem Spiegel zum Verwechseln ähnlich sah und offensichtlich Falschmeldungen verbreitete. Diese wurde mehrere tausendmal geteilt. Das funktioniert nur deshalb, weil die Menschen es mittlerweile gewohnt sind, einfach Artikel zu teilen. Zum Teil haben sie die noch nicht mal gelesen. Wie Abraham Lincoln damals schon sagte, alles, was im Internet steht, ist wahr. Spaß beiseite. Dieses Meme beschreibt ein einfaches Phänomen. Die meisten von uns sind es noch gewohnt, ihre Informationen ausschließlich aus redaktionell aufgearbeiteten Quellen zu erhalten. Sie haben das bereits angesprochen. Uns aber, vor allem auch der neuen Generation, fällt es aber natürlich schwerer zu hinterfragen, ob die Fakten aus Internetposts wirklich so stimmen. Daraus jetzt aber, wie einige Politiker zu schließen, oh, wir müssen Fake News jetzt verbieten, ist der falsche Weg. Denn da stellen sich die Fragen, die nicht beantwortet werden können. Wer entscheidet, was Fake News sind? Was passiert mit einer seriösen Zeitung, die versehentlich etwas Falsches druckt? Stehen denn alle Journalisten unter Generalverdacht und müssen ihre Artikel vorher beim Bundesprüfamt für journalistische Medien freigeben lassen? Und was passiert, wenn der Zensor mal kurz pinkeln ist? Ja, Sie lachen vielleicht. Oder auch nicht. Aber ich bekomme Angst bei solchen Schnellschüssen. Und jeder, der mir hier jetzt sagt, hey, das ist nur eine Einzelmeinung, das hat er nur so gesagt, dem sage ich, bei den ersten Rufen nach einer Vorratsdatenspeicherung hat man das Gleiche gesagt. Und siehe da, fast 10 Jahre später haben wir sie schließlich. Alte Männer und Frauen, die sich alle E-Mails ausdrucken lassen, entscheiden dann mal über das Internet. Und was kommt als nächstes? Sie denken sich Regeln für einen Raum aus, den sie kaum verstehen. Postfaktisch ist das Wort des Jahres 2016. Angela Merkel hat es nach der Abgeordnetenhauswahl in Berlin bekannt gemacht, als sie von den postfaktischen Zeiten sprach. Dass die AfD postfaktisch ist, steht außer Frage. Ich möchte aber weitergehen. Alle Gesetzgebungen, welche das Internet als Ziel hatten, sind postfaktisch. Wir sehen es am Hackerparagraphen, der Administratoren in Miserien bringt, oder bei der Vorratsdatenspeicherung. Alle Organisationen, die sich mit IT auskennen, haben gewarnt. Bei der Vorratsdatenspeicherung protestieren neben den Fachleuten auch die Bürger seit Jahren auf den Straßen. Aber das ist egal. Die alten Damen und Herren, die diese Entscheidung treffen, lassen sich von Fakten nicht beeindrucken. 1914 hat die New York Times sinngemäß geschrieben, dass durch ein Telefon eine Rasse von linksohrigen Menschen geschaffen wird. 1858 hat die New York Times über die Erfindung des Telegrafen gesagt, innerhalb von 10 Tagen bekommen wir die Nachrichten aus Europa. Es gibt keinerlei Verwendung, Nachrichten in 10 Minuten zu übertragen. Im 16. Jahrhundert hat Konrad Gessner von einem verwirrenden und schädlichen Überfluss von Büchern gewarnt. Und Sokrates, liebe Kollegin Raudis, war der Meinung, dass das stimmt. Und Sokrates Meinung war aber, dass das geschriebene Wort nicht zur Wissensübermittlung geeignet ist, sondern lediglich als Gedächtnisstütze dienen kann. Und das auch nur, wenn der Inhalt verstanden wurde. Ich bin mir sicher, wenn ich weiter zurückgehe, wird sich vermutlich ein Satz aus dem Buch Das Ende des Restaurants... Nein. Ich fange nochmal an. Fast. Ich bin sicher, dass wenn ich weiter zurückgehe, wird sich vermutlich ein Satz aus dem Buch Das Restaurant am Ende des Universums von Douglas Adams bewahrheiten. Am Anfang wurde das Universum erschaffen. Das machte viele Leute sehr wütend und wurde allen halber als Schritt in die falsche Richtung angesehen. Zum Abschluss noch ein Tipp von mir, der in diesem Internet groß geworden ist. In der IT gibt es eine Grundregel. Kein von Menschenhand geschaffenes System ist unhackbar. Und wer heute davon spricht, dass die Bürger sich auf Sicherheit der Daten verlassen kann, nur weil sie beim Land liegen, der hätte den Menschen damals auch versprochen, dass die Titanic unsinkbar ist. Vielen Dank.